Willkommen zurück zu Reaper und ich würde sagen, ab in den Landungsbereich. So, guten Tag, Wildling. Möchtest du deinen Wohlstand mehren? Moment, bist du überhaupt ein Wildling? Wo ist deine Planke? Autsch, das ist wahrscheinlich eine Beleidigung für dich. Tut mir leid. Ich hoffe, dass du mich nicht zum Abendessen verspeisen wirst. Haha, nee, du siehst nicht aus wie jemand von hier. Du suchst wohl Ärger. Ich? Ich suche gar nichts. Ich will den Wilden helfen, mit Hilfe der ökonomischen Wunders der Mindestreserveverpflichtung reicher und produktiver zu werden. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Die Wilden erkennen die Autorität großer Finanzinstitute nicht an. Noch nicht. Ich brauche etwas Schlagkräftiges. Du siehst aus, als wärst du genau der Richtige dafür. Möchtest du mein Leibwächter sein? Nein. Okay. Du bist angeheuert. Lass uns keine Zeit verlieren. Zuerst der Zavastamm. Wer denkt sich diesen Namen aus? Das heißt, dass sie Bauern sind. Das wird einfach. Ich will die Zavas aber eigentlich nicht besiegen. Guten Tag, Wildlinge. Möchtest du deinen Wohlstand mehren? Was ist das für eine Frage? Wenn ich kein Interesse hätte, würde ich dann Kräuter und Kürbisse anbauen? Dann kommen wir doch gleich zur Sache, okay? Du gibst mir dein Gold und ich gebe dir diese frisch gedruckte Banknote. Sie sind besser als Gold. Das glaube ich nicht. Sie sind leichter zu tragen und du kannst damit ausgefallene imperiale Sachen kaufen. Wie diesen glänzenden Goldring. Guck mal, glänzende Dinge magst du doch, oder? Aus meinem Gold kann ich mir Dutzende Ringe machen. Sie ist nicht interessiert. Lass uns weiter. Hey, Tava, gib uns einfach das Gold. Sie ist nicht interessiert. Lass uns weiter. Das ist nicht so gut gelaufen. Wir sollten unsere Taktik ein wenig ändern. Probieren wir die anderen. Guten Tag, Wildling. Möchtest du dein Gold an einem sicheren Ort aufbewahren und trotzdem Geld zur Verfügung haben, wenn du es brauchst? Die erste imperiale Bank garantiert. Ui, gib. Oh ja, endlich jemand Vernünftiges. Wenn du hier unterschreibst, steht dir die Finanzwelt offen. Wie viele imperiale Banknoten möchtest du? Komisches Geld, komischer Mann. Ja, das Bild ist von unserem gesegneten Imperator Kokoto. Über welche Summe reden wir hier, mein Freund? Alles. Eine gute war. Der Wert der imperialen Banknoten wird nur steigen. Du wirst sehen. Warte nur ab, bis hier alles richtig kolonisiert wurde. Hoppla, das hätte ich nicht sagen sollen. Haha, tut mir leid. Das macht 20 Pfund Gold, bitte. Muhaha, der Imperiale kommt her und will Gold. Und was kommt als nächstes? Ein Bär, der einen Topf Honig will. Oi, gib mir mein imperiales komisches Geld. Der Goldhaufen ist da drüben. Bedien dich. Nimm mehr Gold. Du bist ein Naturtalent. Zwinker, zwinker. Das nenne ich einen Rechenfehler. Haha. Jawohl. Juhu. Riechst du das? Der Duft des Erfolges. Ich fühle mich, als würde ich feinsten Zucker schniefen. Auf geht's. So. Also, Reihenfolge ist Geld. Erstmal Geld. Dann die Wildlinge irgendwie schützen. Und dann dem Imperium in den Arsch drehen. Guten Tag, Wildling. Möchtest du? Nein, ich sehe, wie es dich nach unseren Schätzen gelistet, Imperialer. Schon das zu sehen schmerzt mich. Du solltest wissen, dass wir Pakora nicht der reichste Stamm wären, wenn wir uns einfach so von unserem Gold trennen würden. Ich wollte euch nur eine Gelegenheit bieten, eure Position als reichster Stamm zu behalten. Die anderen Stämme haben bereits ihre Konten bei der ersten imperialen Bank eröffnet. Sie können alles Geld der Welt haben, dank unserer fantastischen Kredite. Wollt ihr der einzige Stamm sein, der für sein Geld arbeiten muss? Ja, ich traue dir nicht, Imperialer. Du Schwertkämpfer, ist das wahr? Haben sie alle anderen Imperialen ihr Gold anvertrauen? Nein, nicht wirklich. Das hört sich interessant an. Die Pakora sind stets reich geworden, indem sie sich ansahen, was die anderen Stämme taten, um dann das Gegenteil zu tun. Wenn die anderen deinen Dienst wirklich abgelehnt haben, dann glaube ich, dass sie
eine lohnende Gelegenheit auslassen. Ein Goldersatz, den man nicht verdienen muss, da bin ich dabei. Nimm das Gold und geh. Wie sagt man so schön, reden ist selber, schweigen ist Gold. Haha, ich muss fast loslachen, als der Scherzkeks was von Goldersatz gesagt hat. Ah, wenn die nur wüssten. Genug für heute. So. Wehre dich. Gegen wen denn? Und... ja. Moment, ich bin gleich fertig. Ach, der Kreischer. Okay. Ja, Kreischerchen, ich bin gleich für dich da. So, jetzt. Und... ab. Okay. Zack. Okay. So. Okay. Weg. Weg. Ja. Ja. Jawohl. So, hau mal bitte ab. Ich muss nämlich den hier gerade vermöbeln. Sehr schön. Scheiß Drohne. So. Ach, was wäre das schön, wenn ich einfach mit jedem Auto-Hit einen Zornschädel bekommen würde. So. Ja. Ja. Und zack. Kann man vielleicht irgendwann aus Gold Zorn machen? Das wäre voll praktisch. Zack. Stirb, stirb, stirb. Und... und... dahin. Komm her. So. Ups. Ja. Erledigt. Trautes Heim, Glück allein. Auch wenn dieser Schuppen kaum nach einem Trautenheim aussieht. Aber egal, du kannst jetzt gehen. Erst wenn du mich bezahlst. Was? Glaubst du etwa, dass ich im Geld schwimme? Ha! Ich mache nur Spaß. Natürlich tue ich das. Und ich sorge auch dafür, gut für meine Freunde. Bitte sehr. 1000 imperiale Banknoten. Das Geld der Zukunft schon heute. Ich wähle Gold. Kein Wunder, dass die Wirtschaft hier quasi gar nicht existiert. Alle sitzen auf ihrem Gold und keiner muss arbeiten, um Schulden abzubezahlen. Wie will man da Fortschritt machen? 500 Gold, das ist nicht genug. Ich wusste, dass ich Stürmer hätte anheuern sollen. Für das Gold hätte ich 3 Männer mit Kanonen bekommen. Nimm es und verschwinde. Schlag ihn. Schon gut, in Ordnung. Nimm das Doppelte. Ach übrigens, du bist gefeuert. Wenn du dich je im Imperialen... Imperium blicken lässt, verklag ich dich. Schlag ihn nochmal. Mein Fehler, mein Fehler. Nimm bitte das Gold und geh. Bitte.
Erstmal den Imperial verprügeln, um Gold zu erpressen. Jawohl. Angriffe von hinten sind 50% häufiger kritisch. Das ist super, weil ich ständig von hinten angreife. Ja, war klar. 75% oder wie viel wird's dann? Also so langsam können die Sachen echt alle was. Wow. Also das Ding ist raus, aber das Ding eigentlich würde ich sagen, auf jeden Fall, ja. So, Handschuhe. Beide raus. Stiefel. Ja, denke ich auf jeden Fall. Rüstung. Nein. Achso, Moment. Einen Augenblick kurz. Erstmal hier hin. Erstmal den Imperial voll auf die Schnauze. So, was ist das denn? Halsband. Nee, ich bin mit meinem ganz zufrieden. So. Okay. Es überrascht mich sehr, dass du noch am Leben bist, Joker. Wenn ich nicht so gut erzogen wäre, würde ich dir einfach eine Kugel in den Kopf jagen. Doch Oberst Hugo scheint dich aus irgendeinem Grund zu mögen. Wer ist Oberst Hugo? Also habe ich mich entschieden, dich noch einmal einzusetzen, bevor das schlaflose Auge der imperialen Justiz Zeuge deines Untergangs wird. Du sollst jetzt mal schlafen gehen. Okay. Ich höre. Ungehorsame Feiglinge des Erschießungskommandos haben Nicolaio entkommen lassen. Was habe ich mir dabei nur gedacht, ich hätte ihn persönlich erschießen sollen. Wenn dem auch, wie dem auch sei, als sein Freund und Komplize könntest du dich bei der Suche nach dem Ausweis als nützlich erweisen. Nicolaio ist ein Bürger des Imperiums, also ist seine Bestrafung wichtiger als deine. Das heißt, dass du ihn an meiner Stelle hinrichten darfst. Ich werde ihn finden. Und wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich ihn entkommen lassen. Schwertmeister, es ist gut, dich wiederzusehen. Warum ist in letzter Zeit alles so schön? Ich kann nicht aufhören zu lächeln und ich weiß nicht warum. Wo ist Nico? Keine Ahnung, Nico steckt in Schwierigkeiten. Oh, ja, ich habe das mit Nico gehört. Ich weiß nicht, wo er sich versteckt hat, aber vielleicht weiß es Benno. Er war Teil des Erschießungskommandos. Kommissar Otto hat zur Strafe tief ins Torkengebiet geschickt, weil sie ihn entkommen lassen haben. Er nannte es eine Buße-Mission. Vielleicht sind sie jetzt schon tot. Ich werde es herausfinden. Da. Auf dem Weg dahin überfallen? Ja. Überlebe den Torkenangriff. Ja. Ach, Dreck. So, danke. So, hallo. Ja, okay. Ich gehe jetzt einfach mal so hier drüber. Zack. 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 Runter mit euch. Steck. So. Ja. Könntet ihr bitte damit aufhören? Jawohl. Ach komm schon, ich kann nicht so kämpfen. So.
So, zack. Weg mit dir. Warum treffen die sich eigentlich nicht gegenseitig? Das wäre viel realistischer und viel cooler. Zack, zack. Oh, scheiße. Wenn ich nicht langsam ein paar Münzen kriege, bin ich dadurch ganz schön tot. Wiederbelebung, Wiederbelebung. Ach, komm schon. Ja, überlebe den Tokenangriff, bla bla bla. So, als erstes. So, zack. Killen. Ja. So, zack. Oh. So. Okay. Okay. Bevor ich Schaden kriege. Ja, perfekt. Zack. Weg mit dir. So. Weg. Komm her. Komm, komm, komm. Ja. Weg. Ja. So. Komm, 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 komm. Ach, komm schon, ist das auch nicht dein Ernst. So. Bevor der sich umdrehen konnte. 76%. Das könnte ich schaffen. So. Sehr schön, beide erwischt. Ja. Kommt. So. Gut, wenn du das so möchtest, können wir das auch auf die Tür machen. Ja. Ja. So. Komm her. Hau ab. So, erledigt. Gott im Himmel. Das war schwieriger, als ich erwartet hatte. Wie bist du an den Token vorbeigekommen? Ich dachte, wir sind erledigt. Wir haben ununterbrochen gegen diese unmenschlichen Willen gekämpft. Sieh uns an. 3 Tote, 2 Verletzte und keine Munition mehr. Wo ist Nico? Er versteckt sich westlich von hier. Wir sollten ihm etwas essen und ein bisschen Gold bringen. Doch ich glaube... doch jetzt glaube ich nicht einmal, dass wir es noch zurück ins Lager schaffen. Ich bringe ihm das Gold. Bist du sicher? Vielen Dank, Schwertkämpfer. Ach, 500 Gold, ja. So. Was? Nein. Geh in Nikos Grotte. Du, wie kannst du es wagen, dich hier blicken zu lassen, du verräterische Schlange? Mit dir zu reden war der größte Fehler meines Lebens und hierher zu kommen war dein größter Fehler. Ich werde deinen Kopf wegschießen. Beruhig dich, ich bring dir Essen. Das ist mir egal, Nico schießt in deine Richtung. Schlag Nico zurück.
Wow. Der ist pissed. Selten für einen Imperialen so viele Schläge gebraucht. Also von den 50% mehr kritisch merke ich kaum was. So. Aber die Rüstung ist jetzt ziemlich ordentlich. Ja, gut. Selber schuld. Wann habe ich den denn verraten? Irgendwann wahrscheinlich. So. Okay. Also irgendwann muss ich den mal verraten haben. Ich weiß, ich kann mich nur nicht daran erinnern, wann und was. Tod sagst du, wie ironisch. Der berühmte Scharfschütze Nicolai Elayo wird von seinem ehemaligen Freund gejagt und hingerichtet. Da gibt es doch dieses Sprichwort, oder? Wie ging es doch gleich? Wer sprichwörtliches Schwert ergreift, der soll durch ein echtes Schwert umkommen. Hahaha. So langsam verstehe ich, warum alle anderen von dir so begeistert sind. Doch ich bin nicht wie alle anderen. Du wirst mich niemals reinlegen, Schurke. Nimm die Belohnung und verschwinde, falls du weißt, was gut für dich ist. Geh fort. Okay. Oh, der möchte es nochmal wissen, oder was? Mal gucken, was er möchte. Erstmal gehen wir jetzt nochmal zum Händler. Gott im Himmel. Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, gibt es bessere Sachen. Die sind aber beide kacke. Also, das ist... Das ist egal. Ja, okay. Habe ich aber auch ewig nicht gekauft. Muss man ja so sagen. Und gehen wir einmal dahin. Rüstungsschmied. Ne, ich brauche eigentlich Erfahrung dafür, wenn dann. Ja. Nix. Nix, was mich interessiert. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Reaper. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.